Guten Morgen, meine Damen und Herren. Heute ist Donnerstag, 3.4.2014. Heute ist die IZB-Sitzung. Herzlich willkommen zum Traders Podcast. Und heute habe ich mitgebracht den DAX und eine ganz interessante Konstellation. Und zwar eigentlich sind es zweierlei Konstellationen. Die eine Konstellation sehen Sie eigentlich im Chart. Also man sieht, der DAX ist, wenn man diese beiden Hochpunkte miteinander verbindet, exakt an so einer Abwärtstrendlinie. Auch wenn die relativ flach verläuft, weil die Hochs mehr oder weniger auf gleichem Niveau liegen. Aber nichtsdestotrotz, Abwärtstrendlinie ist Abwärtstrendlinie, damit charttechnisch gesehen oder gesprochen an einem Widerstand. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, schauen wir uns den Indikator hier. Das ist mein Blow-Off-Indikator. Wenn Sie mein Webinar zu diesem Thema gesehen haben, Chart-Patterns, das gibt es übrigens auch auf YouTube, dann wissen Sie, was das ist. Ein Volatilitätsindikator, der mir immer kurzfristig anzeigt, wann der Markt ready für einen größeren Move ist. Und zwar immer dann, oder in der Regel dann, wenn wir in einem unteren Extrembereich angelangt sind. Diese rote Linie hier zum Beispiel, also das ist der Blow-Off-Indikator, die gelbe Linie ist nochmal eine Klettung des Blow-Off-Indikator. Wenn diese rote Linie abtaucht unter die blaue Linie, unter einen Wert von 25, dann erwarten wir eine größere, kurzfristig größere Bewegung, wie zum Beispiel hier nicht gesehen oder auch hier gesehen, wo der Markt dann einfach so ein paar Tage gedippt ist oder hier, wo der Markt unentschlossen ist und dann hier am nächsten Tag eine relativ hohe Range gemacht hat oder auch hier nicht an einem Extrempunkt, der Markt hat dann die nächsten zwei Tage so ein bisschen getankt oder auch hier ähnliches Extrempunkt, der Markt hat getankt. Und interessant ist es auch dann, wenn die gelbe Linie unter dieser blauen Linie ist. Nämlich das bedeutet, dass die Glättung der roten Linie, also nichts anderes, als wenn ich die rote Linie die letzten drei Tage zusammenzähle und dann wieder durch drei Teile oder durch fünf oder durch zehn, aber hier in dem Fall ist es drei, wenn die auch unter dieser blauen Linie ist, dann gibt es in der Regel größere Bewegungen. In dem Fall war das eine Abwärtsbewegung oder hier war es eine Aufwärtsbewegung oder hier war es dann wieder eine Abwärtsbewegung. Und wie man sieht, das kommt nicht so oft vor, aber jetzt aktuell haben wir genau diese Konstellation. Also es steht tatsächlich eine etwas größere Bewegung an. Und nochmal die Erinnerung, heute ist EZB-Sitzung. Wo könnte diese Bewegung hingehen? Und wenn man sich das jetzt mal ansieht, charttechnisch gesprochen sind wir am Scheideweg, nämlich an dieser Abwärtstrendlinie und dieses Volatilitätspattern. Das bedeutet, dass spätestens mit der EZB-Entscheidung heute, allerspätestens jedoch morgen mit den US-Arbeitsmarktdaten, der Markt in irgendeine Richtung laufen wird. Ich weiß, ich kann Ihnen nicht sagen, wohin. Letztlich kann man argumentieren, der Markt ist übergekauft, jawohl, das ist richtig. Aber dann kann man auch argumentieren, der Markt ist in einem stabilen Trend, auch das ist richtig. Also insofern, nichts Genaues weiß man nicht. Mein Rat, Ausbruchhandel. Wenn man sieht, der Markt springt hier rüber, über diese 9.700, dann ist das für mich ein Long-Signal. Und wenn man sieht, der Markt fällt hier zum Beispiel unter das Tief von gestern, das liegt bei 9.648 oder unter das Tief von vorgestern bei 9.594, das war's, dann geht man zumindest mal auf die kurze Sicht short. Also vor der EZB-Sitzung der Markt unentschlossen, ohne Frage, an einer wichtigen Weggabelung halt einfach. Nicht so sind die Märkte, nicht? Die lassen sich dann auch manchmal die Entscheidung abnehmen und sagen, ja, lieber Mario Draghi, sag du uns, wo wir hingehen sollen, je nachdem, wie das Ergebnis ausfällt. Vielleicht noch ein kurzes Update zu meinem Swing-System. Sie wissen, dieses Swing-System hat uns hier unten die Kaufzeitpunkte ganz gut angezeigt. Im Nasdaq sind wir immer noch long von hier vom 28.03. Da gibt es noch kein Ausstiegssignal, aber im S&P 500, da ist der Markt gestern ausgestiegen, Sie sehen es gleich, da haben wir also jetzt einen Gewinn mitgenommen und realisiert, aber hier nochmal vielleicht die Performance-Kurve, wenn Sie es noch nicht, nochmal in Erinnerung das Ganze sich rufen wollen, dann, oder da sehen Sie letztlich, dass der Markt, dass dieses System, hier ganz nette Kurve, die wir hier haben, 2008 hier der Dip, ganz nettes System, dass der Markt jetzt in einem jetzt wieder in so einem neutralen Zustand ist. Das heißt nicht unbedingt, dass es jetzt nach unten gehen muss. Dieser Exit hat einfach nur, wir sind jetzt gerade ausgestiegen aus der Position und alles andere, ja, kommt dann. Wie es kommt halt einfach. Also für heute, das ist der Ausblick. Wichtiger Hinweis noch, morgen, da bin ich auf einer Veranstaltung, bin in Berlin, habe dort ein Live-Training und aus dem Grund leider nicht available. Deshalb wird es morgen auch keinen Podcast geben.
ich versuche am Wochenende, ich weiß, ich sage das jede Woche, am Wochenende ein Update zu machen. Und dass wir dann frisch am Montag wieder starten können. Also aller Voraussicht nach erst dann bis kommend oder bis in den nächsten Tagen, bis kommendes Wochenende, bis Montag. Wünsche Ihnen jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Happy Trading und viel Erfolg natürlich. Bis dann, Jaiko Seibel. Tschüss.